Und ich finde das sehr beachtlich und deshalb auch an Sie ein ganz, ganz großes Dankeschön. Wir hatten genau 2 Tage Zeit, diese Veranstaltung irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen. Status, WhatsApp, Telegram, Facebook. Uns fehlt natürlich die Unterstützung. Liebe Frau de Grassi, sind Sie noch hier? Die ist nicht mehr hier. Uns fehlt natürlich diese Unterstützung. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es nächste Woche Mittwoch sicherlich Fahrgemeinschaften geben wird nach Stralsund und dass wir in 14 Tagen doppelt so viel sind, als wir es heute sind. Ich rede gar nicht von 3.500. Aber wir müssen uns ein Ziel setzen. Und ich glaube, wir machen das hier zum ersten Mal, die Frau Doktor und ihre Freunde. Und deshalb gebe ich jetzt das Mikro weiter. Zum Schlusswort von mir nochmal großes Dankeschön, dass Sie erschienen sind, dass Sie heute hier waren. Und ich freue mich auf die nächsten Wochen und Monate, wenn eines Tages in der OZ steht, von Vorpommern ging das Signal für Frieden aus. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Ich möchte heute schließen mit Leo Tolstoi, der von 1828 bis 1910 lebte und viele Zitate bekannt sind und eins passt. Es sind immer die einfachsten Ideen, die außergewöhnliche Erfolge haben. Hoffen wir das Beste. Danke an das Organisationsteam, an alle, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben, die mir mit Rat und Tat zur Seite standen. Ich danke den Rednern für ihre Beiträge und ich danke euch allen, dass ihr euch die Zeit genommen habt und gekommen seid. Tragt unseren Gedanken hinaus, wie eben schon Herr Haag sagte, nach ganz Vorpommern hinaus, nach Mecklenburg-Vorpommern, nach Deutschland, einfach in die Welt. Vielen Dank und kommt gut nach Hause. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, die Veranstaltung ist damit beendet. Danke.